Von der Mettwurst nehmen wir dann so eine Walnuss oder eher Kokosnuss große Portion in die Hände und dann tragen wir das schön gleichmäßig im Gesicht auf. Wichtig ist, dass ihr dabei die Mund- und Augenpartie ausspart, obwohl ihr natürlich großzügig auftragt, weil wir wollen das ja nicht in den Mund bekommen. Das wäre für Veganer und Vegetarier wäre das auch ein absolutes No-Go, das in den Mund zu bekommen. No-Go! So, dann nehmen wir ein bisschen Senf und da könnt ihr dann so einzelne Tupfer da drauf machen, wo wir gleich die Salamischeiben dann dranlegen. So. Dann könnt ihr das Ganze noch abrunden. Dann machen wir noch eine Gurkenmaske, aber wir machen also keine klassische Gurkenmaske, sondern wir machen eine Schnittchengurkenmaske für unseren Vintage-Look. Diese Gewürzgurken. So, und dann die Gewürzgurken schön drauf. Großzügig und gleichmäßig verteilen. Dann muss das Ganze so eine halbe Stunde einwirken und dann geht's weiter. Jetzt nehmen wir ein bisschen Nutella und verteilen das noch schön großzügig obendrauf. So. Und da auch nicht zu kleinlich sein. Nehmt ruhig die große Packung. Cornflakes! Und garniert das Ganze noch mit Cornflakes. Und das muss jetzt auch noch mal so eine Dreiviertelstunde ungefähr einwirken. So, jetzt ist alles schön eingezogen und wenn ihr die Maske jetzt abnehmt, dann sollte euer Gesicht so richtig schön vintage-mäßig aussehen. Am besten ihr macht es so, dass ihr das nochmal mit einem Handtuch irgendwie so umwickelt. So, einmal. So, nochmal schön drückt. So. Voila! Und fertig ist der perfekte Vintage-Look.